Wer ist verdammt gut aussehend, trägt ein Cyberpunk-T-Shirt und muss mal wieder zum Friseur? Die Antwort auf diese Frage in dieser wunderbaren Folge Minecraft. Riecht ihr auch die wunderbare Luft, die Meeresluft, die hier um unsere Nase herum weht? Ich tu's, ne? Denn ich bin voll in Game. Das Bett ist hässlich. Und da ist immer noch unsere wunderbare Kuh. Muri. immer noch beste Gag auf diesem Planeten. Jedes Mal muss ich schmunzeln, wenn ich diesen Namen sehe. Ja, heute Minecraft mal wieder. Lange ist es her. Ich bin unzufrieden. Ich bin sehr unzufrieden mit dieser Welt. Das ist ja Hardcore. Für Leute, die noch nicht wissen, was Hardcore ist. Leute, Hardcore bedeutet, ne? Wenn ich sterben sollte, ist vorbei. Wenn ich einmal sterbe, ist die Welt vorbei. Das ist einfach over, ne? Das ist einfach alles verloren. Das ist Hardcore. Und die Mobs halten mehr aus und machen mehr Schaden. Also alles ist fies. Das ist Hardcore. Das ist Alpha, ne? Würden andere sagen, aber nein, das ist Hardcore. Und ich bin, wie gesagt, unzufrieden. Ich würde gerne zu neuen Ufern aufbrechen, ne? Das Problem ist, ich habe hier jetzt aktuell noch mein Zeug rumliegen. Total viel Zeug. Und möchte das eigentlich nicht alles aufgeben. Und die Kuh muss auch mit. Da ist die Frage, wie machen wir das? Wie mache ich das am besten? Ne? Das ist das Problem. Ich müsste mir eventuell die Koordinaten rausschreiben. Wo sind wir denn hier? Minus 144, 66 oder so. Nee, ist die Höhe. Ich habe mir das ganz clever notiert. Aber ich muss mir das jetzt überlegen. Wie machen wir das, Leute? Ne? Wir müssen clever vorgehen. Ich bin ja der intelligenteste Mensch der Welt. Ich überlege gerade, ob ich die Werkzeuge... Wie sieht denn mein Schild aus? Das ist doch okay. Ich brauche ein Ersatzschild, das ist ja klar. Dann behalte ich mal meinen Bogen. Ich nehme rote Beete mit. Ich nehme Pfeile mit. Weizenkörner bekomme ich jederzeit. Federn nehme ich auch mal mit, glaube ich. Genauso wie Faden und das. Und okay. So viele Sachen, die ich gerne mitnehmen möchte. Melonenkerne. Bräuchte ich ja. Ich brauche halt alles irgendwo. Das ist das Problem. Ne, Wasserläufer ist halt das coole VZ-Buch. Den Apfel kriege ich jederzeit. Knochen sind schwierig zu sammeln. Kohle brauche ich halt auch immer. Mein Schleim bei meinem goldenen Apfel. Golderz, Eisenerz. Holz und Öfen kann ich jederzeit neu machen. Muss ich nicht mitnehmen. Der Trank der Heilung, Namensschilder und Fackeln. Das ist schon mal alles wichtig. Dasselbe nochmal hier, das Spielchen. Wie viele Fäden ich habe. Ne? Ich habe die Fäden einfach in der Okay, Unendlichkeit. Unendlichkeit war wichtig. War Unendlichkeit für den Bogen? Was war Unendlichkeit? Ich habe schon wieder vergessen. Unendlichkeit war, dass ich unendlich mit dem Bogen schießen konnte, oder? Ich vertausche das, glaube ich, wieder. Tut mir leid, wenn ich das schon wieder vertausche und die Leute wieder ausrasten, weil ich es vertausche. Ich bin auch doof, ne? Muss man einfach so gestehen. Noch mehr goldene Äpfel, noch mehr Pfeile. Papier. Boah, nee. Eisenklumpen. Boah, nee. Emeralds. Und jetzt ist es voll. Ach. Ich lasse das eine Golderz hier. Was soll ich denn damit? Nimm das Weizen mit. Seetang, Schatzkarten, irgendwelche Kürbisse, giftige Kartoffeln, Dornenschutz, Bambus, Namensschilder. Ich hätte eigentlich gerne die seltsamen Suppen mitgenommen. Ich mach mal die Eisenspitzhacke weg, weil ich mir eine neue machen werde. Einfach. Genauso wie ein Eisen dafür verbrauchen. Das ist doch... Habe ein bisschen Platz, um die coolen Suppen mitzunehmen, die seltsamen Suppen, denn die heilen mich, ne? Falls jemand das nicht weiß, seltsame Suppen heilen, ne? Wenn ich die trinke, ist dann ist nice. So, und an sich habe ich damit eigentlich sehr viel Zeug. Ich lasse das Knochenmehl mit und nehme nochmal die seltsamen Suppen mit. Man kann nie genug seltsame Suppen dabei haben. Das klingt zwar seltsam, aber... Ihr wisst Bescheid. Mir ist gerade wieder eingefallen, was ich unbedingt machen wollte die ganze Zeit. Ich wollte mir immer ein Seil bauen. Jetzt weiß ich das wieder. Dafür habe ich auch den Schleim ja gefarmt gehabt, um mir eine Leine zu bauen. Aber jetzt habe ich gar keinen Platz für Leinen. Aber ich brauche die Leine. Was mache ich jetzt? Was werfe ich weg? Ich will alles behalten.
Das ist immer mein Problem. Das Schild, ich brauche immer Schild. Boah, was werfe ich denn weg? Was werfe ich weg? Ich nehme mal das. Ich lasse so eine Suppe dann hier erstmal. Ne? Ich lasse erstmal so eine Suppe hier, nimm die Leine mit. Denn wenn ich auf Bootstour gehe, ich kann ja Mori nicht hier lassen, ne? Wenn ich schon ein neues Zuhause suche, dann nehmen wir doch den Mori natürlich mit. Den kann ich doch hier nicht lassen. So, Mori. Dann komm mal mit. Ja, komm mal mit. Fein. Ja, ja. Oh, mein, den Amboss. Ich muss den Amboss mitnehmen. Wo ist nochmal meine Spitzhacke? Oh, ich muss den Amboss mitnehmen. Ich habe die Spitzhacke irgendwo reingelegt, weil ich dachte, ich baue mir eine neue. Der Amboss. Ganz wichtig. Der Amboss. Gut, dann lasse ich noch ein Dings hier. Wird immer weniger. So, wie kriege ich dich in das Boot? Ich habe es vergessen. Komm mal her hier. Kann ich dich nicht in das... Ja, so, ja, Mori dabei. So lobe ich mir das. Ja, ganz ruhig. Wir gehen, ich weiß, wir fahren ein bisschen rum, Mori. Halt durch. Ne? Gut, dann gucken wir mal, wo es hingeht. Ich finde die Stelle nämlich langsam. Ich finde die einfach nicht interessant, wo wir hier sind und so. Ich brauche ein schöneres Biom, um mich zu entfalten. Ne? Ja, ja. Und damit willkommen wieder bei einer Runde Minecraft Hardcore. Wunderbarer Anfang, oder? Ich hoffe, euch da draußen geht es natürlich gut. Und ihr hattet bisher ja, schöne Tage, immer ganz ruhig. Und wenn ihr Lust habt, weiter natürlich oder mal wieder Minecraft Hardcore auch zu verfolgen und zu sehen, würde ich mich sehr eventuell über einen Kommentar, eventuell über einen Like freuen. Ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr mich nicht ganz hasst und noch denkt, der Mori, irgendwo ist der cool, ja. Irgendwo kann man sich den Mori gönnen, dann support Skyboard. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwer sich für Minecraft interessiert. Ich glaube nämlich mittlerweile auch wieder out, ne? Minecraft. Ah, Minecraft. All diese Belästigungsdelfine sind auch wieder ein bisschen... Finde ich nicht gut. Die Frage ist, wohin reise ich denn jetzt? Also ich finde immer die ganze Zeit, diese Sumpfgebiete sind nicht so meins. Muss ich ehrlich gestehen. Okay. Ich glaube, ich muss... hier zu Fuß weiter. Mori? Wo? Mori? Wo bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Was ist geschehen? Oh, nein! Was war die denn? Mori, wo bist du? Wir müssen weiter! Mori! Er ist einfach weg! Bin ich jetzt komplett verrückt? Bleib mir weg da hinten! Wo ist Mori? Was ist das denn für ein Bug? Hallo? Irgendwo hier! Bist du unter der Erde? Er ist einfach... Ich bin gerade richtig... Kann ich irgendwie reloaden? Slash reload. Oh, auf die Welt neu connecten hat was gebracht. Okay. Anderes Problem. Da hinten sind... Wie heißen sie so schön? Kommt nur her. Okay. Okay, wir haben das überlebt. Da war einfach ein Pillager-Angriff. Die haben hier was ich gemacht. Wir haben das irgendwie überlebt. Und da ist die Flagge. Ich würde die gerne mitnehmen. Wörter, die ich oft benutze. Ich würde das gerne mitnehmen. Und? Habe ich Platz? Nein. Was könnte ich denn wegwerfen, was ich wieder leicht bekommen könnte? Nichts. Ja, Federn vielleicht, ne? Aber könnte ich,
neue Dings machen. Mori, bleib mal kurz da. Ich habe mal eine andere Idee. Wir machen das ganz anders. Ich verbrauche einfach. Ich höre ein Skelett, aber hier ist keins, oder? Nee. Wir machen das richtig clever, Leute. Passt auf. Ne? Ich wäre nicht ich, wäre ich nicht ultra intelligent. Wir nehmen jetzt die Federn wieder auf. Ich brauche Sticks. Ich will die Federn verbrauchen. Ne, ihr wisst, worauf das hinauslaufen wird. Ich möchte die Federn verbrauchen. Dass ich ein bisschen Platz habe. Und dafür brauche ich auch Sticks. Komm. So, Sticks. Komm hier, Stück für Stück. Hat nicht gereicht. Komm mit. Jetzt nimm. Oh, ich bin gerade ein bisschen schusselig. So, Federn. Aber ich brauche doch Flint. Ich habe gar keinen Flint. Ich bin doch nicht intelligent. Gut, ich lasse die Federn hier liegen. Nimm den unheilvollen Banner so mit, auch wenn ich die Federn echt gerne hätte, um mir neue Pfeile zu bauen. Aber ich habe nur 5 Fackeln. Komm, die mache ich weg. So. Okay. Bitte, boop. Wie machen wir das jetzt? Komm mal mit. Komm mit. Fein. Fein. So, wir müssen weiter. Okay, Mori. Ich habe keine Ahnung, wohin uns das verschlagen wird. Wo wir hinkommen werden. Hier ist auf jeden Fall eine mega coole Schlucht. Ich glaube, ich war hier schon mal, oder? Ich bin mir mega unsicher, ob ich hier schon mal war oder nicht. Ganz ruhig, Mori. Das wird schon. Halt durch. Was ist da hinten? Ah, das sind noch mehr Kühe. Leider habe ich nichts dabei, sonst würde ich dich ein bisschen Spaß haben lassen mit den Kühen da hinten. Wenn ihr versteht. Aber ich habe nichts dabei. Tut mir leid, Mori. Tut mir leid. Verzeih mir. Da ist so ein kleines Grüngebiet mit am Wasser, mit Eichen. Da ist der Sumpf, da ist Berge. Ja, wie ist das alles einfach komplett durcheinander? Da sind Hunde. Oh, Hunde. Moment, ich realisiere das jetzt erst. Komm mit, Mori. Wir holen hier neue Freunde. Oh. Komm, schneller. Oh Gott, das wird toll. Hey. Du bist mein Hund. Willkommen. Ah, oh, wir haben einen Hundi. Und das Tolle ist, hier ist noch ein Hund. Geh nicht in den Abgrund. Hallo, wir haben 2 Hunde. Schön, wir haben 2 Hunde. Komm, ich fütter die noch. So, Namen habe ich. Ich habe 2 Namensschilder, ich muss die leider bearbeiten. Aber hier hast du schon mal was zu essen. Da hast du auch was zu essen. Toll. Toll. Leute, wir haben einen Hund. Oh, da ist ein Dorf. Wie gut. Komm mit. Ey, die Leine. Sie ist gerissen. Da ist sie. Komm jetzt mit. Mori, was soll das denn? Die haben ein Baby gemacht. Ich bin gerade voll für... Bist du mein Hund? Du bist meins. Wir haben Mori. Wir haben 2 neue Hunde und ein Babyhund. Ey, ich bin gerade richtig proud. Ich bin gerade... Also, beste Folge Hardcore ever, oder? Ganz ruhig. Beste Folge Hardcore ever, muss ich sagen. So. Überfall. Oh, nee. Was habe ich gemacht? Das war keine Absicht. Ich wollte nur in das Dorf und Mori hier abliefern. Oh, nein. Bleib hier, Mori. Das ist wichtig. Ach, du heiliger Bimbom. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. So. Ihr bleibt alle schön hier, Hunde. Haltet bitte durch. Dorfbewohner, schützt euch. Oh, nee. Wo bin ich denn jetzt schon wieder hier reingeraten? Boah, dieser Schaden, den die machen. Mann. Aber ich hab so Angst, Mann. Mein Schild, ich hab so Angst. Meine Rüstung. Was? Warum passiert mir das? Warum passiert mir das? Und dazu ist es noch Nacht und hier sind Zombies.
Oh oh. Ich hab doch geblockt. Haben halt alle gesehen einfach. Goldener Apfel. In mein Face. Mama, ich habe gerade Angst meines Lebens. Habe ich nicht gesehen. Ich habe gerade die Angst meines Lebens. Ich habe gerade einfach die Angst meines Lebens. So, pass auf dich auf. Irgendwo waren die doch noch. Okay. Zwei Räuber sind noch übrig. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Leute, die haben irgendwelche Negativ-Effekte. Ich dachte, die heilen mich. Sehr gut von mir. Ach, du heiliger Birnbaum, ey. Okay. Was passiert hier? Ich habe noch 15 Pfeile. Ich muss aufpassen. Ich will nicht alle Pfeile verbrauchen. Ja, das war doof. Okay, Kollege. Der wie auch immer er sich selber eingesperrt hat. Ich weiß es nicht. Ey, die sind immer noch alle am rumlaufen. Leute, versteckt euch. Und dann kommt dazu, neben dem Überfall sind ja noch Creeper. Jagt euch einfach in die Luft. So, damit ein bisschen Ruhe hier einkehrt. Okay. Jetzt wird's problematisch langsam. Oh nein. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Vielleicht sollte ich einfach normales Minecraft spielen. Bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Tut mir sehr leid. Ich finde das gerade selber irgendwie blöd. Tut mir einfach leid, Mann. Ich bin gerade echt mega enttäuscht. Dankeschön.